Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Linux-Video, auch im neuen Jahr. Und ich habe hier spontan was relativ Interessantes entdeckt, nämlich Anti-X Linux Version 19.1. Das hier ist erstmal die Live-Version. Ihr seht, die startet sehr schnell. Und bevor wir da näher drauf eingehen, versuche ich das Ganze mal zu installieren. Und zwar hier in meiner virtuellen Box. Da habe ich schon mal die wichtigsten Einstellungen getätigt. Also ich habe eine Festplatte gemacht, habe hier vier Prozessoren eingestellt und so weiter. Was man halt so macht. Und jetzt geht es dran, das Tastaturlayout einzustellen. Deutsch. Und das Ganze nach oben. Ich glaube, so kann man das lassen. Okay. Die Einstellungen werden gespeichert. Das passt alles. Hier nochmal die Übersicht. Next. So, das ist meine Festplatte. Da installiere ich das drauf. Okay. Den Grub Bootloader brauchen wir natürlich auch. Der kommt in den Master Boot Sektor. Computername, Domainname. Und als nächstes muss hier die Zeitzone eingestellt werden. Das sind die Spracheinstellungen offensichtlich. Zeitzone Europa. Und ich glaube, so kann man das lassen. Ihr seht, wie schnell das geht. Wahnsinn. Auto-Login, Save, Live, Desktop Changes. Nee, da habe ich ja nichts verändert. Ja, und anscheinend war es das. Kaum ist das Ganze eingestellt, ist es auch schon fertig installiert. Und dann boote ich das Ganze mal und dann können wir uns das System mal genauer anschauen. Bin gespannt, ob das jetzt klappt auf Anhieb. Ich glaube, es sieht aber danach aus. Auto-Anmeldung. Und ihr seht, das ist nicht nur sehr schnell installiert, sondern bootet auch unfassbar schnell. Wir haben hier einen SVN Desktop Manager beziehungsweise eine SVN Taskleiste. Das hier ist ein ROX Desktop, soviel ich weiß. Hier rechts Concrete. Das zeigt uns die Systemauslastung an. Dann haben wir hier eben den Dateimanager, der gerade eben schon offen war. Wir können hier USB-Sticks und Ähnliches auswerfen. Der Standardbrowser ist Firefox übrigens. Und der bringt uns auch direkt zum Anti-X-Forum. Das hier ist die Full-Version vom Desktop inklusive aller Programme. Da gibt es aber auch noch verschiedene andere Varianten. Außerdem haben wir hier ein Terminal, ein Editor, Gini, App Select, Abbruchfehler für Anwendungen, Adblock, AdStart. Keine Ahnung, was das hier genau ist. Dann finden wir hier verschiedene Anwendungen vor, die gucke ich mir gleich an. Ein persönliches Hilfevideo. Da gibt es Probleme mit dem Programm Livestreamer. Das ist jetzt wahrscheinlich der Vorführeffekt. Resend Files List, Change Number of Files to Show. Ja, das ist so eine Art Timeline der Aktivitäten hier. Hier kann man andere Desktop auswählen. Probier das mal. Fluxbox. Ja, sehr interessant. Ich gehe wieder zum SVN zurück. Das ist der Standard-Desktop. Dann gibt es hier einen App-Killer. Wenn eine App hängen bleibt oder ähnliches, nehme ich an. Ein Control Center. Das schaue ich mir auch gleich genauer an. Man kann das Menü neu laden. Ein Hilfeordner. Facts, Manuals, Fokus. Das sind so spezielle SVN-Einstellungen, denke ich. Wünsche. Ich weiß nicht. Vielleicht ein bisschen unglücklich übersetzt. M bis Z, Minimize to Desktop.
A bis L. Ah, ich denke, man kann hier noch so ein bisschen was einstellen. Den ISWM betreffend. Also das ist ein ungewöhnlicher Desktop, der eher selten zum Einsatz kommt, aber ihr seht, der ist schlicht, der lädt unheimlich schnell. Dann gibt es hier noch Themes. Man kann den auch, also soweit ich weiß, selber ganz gut anpassen. So viel dazu. Ich mache jetzt hier mal die ganzen unnötigen Programme zu. Add Select. Also hier findet man einfach noch verschiedene Konfigurationsprogramme für die Internetverbindung und so weiter. Und jetzt schaue ich mir mal das Control Center an, bevorzugte Anwendungen. Fluxbox-Einstellungen, Erscheinungsbild anpassen, Schriftgröße setzen, Systemmonitor einstellen, ISWM-Einstellungen. Da kommen wir direkt in die Konfigurationsdatei, Hintergrund wählen. Dann finden wir hier Systemeinstellungen inklusive einer Paketverwaltungssoftware. Das ist der Paketinstaller. Das Ganze hier basiert übrigens auf Debian. Nur mal so nebenbei bemerkt, Docs, Browser, Chromium, Falcon, Pale Moon, Waterfox. So, dann gibt es hier Gnome, KDE. Kann man alles nachinstallieren. File Manager, Spiele. Und natürlich kann man dann auch auf APT zugreifen, wenn es sich um eine Debian-Distribution handelt. Das funktioniert auch. System, Netzwerk, Freigaben, Sitzung, Hintergrund von Grub, Hardware, Treiber, inklusive Nvidia-Treiber bei Bedarf, Wartung des Systems, ISO-Schnappschuss. Man kann da bootfähige Images seines modifizierten Arbeitssystems erzeugen. Sehr schön, alles mit dabei, alles sehr einfach gehalten, das gefällt mir. Und zum Schluss möchte ich mir mal noch ein bisschen so die Software anschauen, die hier mitgeliefert wird. Im Bereich Anti-X finden wir einen Benutzermanager, Datum und Zeit, Rescue Scan, Toolbar, Icon Manager, Helligkeit, Hintergrundbeleuchtung, Kontrollzentrum, Live-USB-Erzeugung, persönlicher Menüeditor und so weiter, Bildung, Büro, das komplette LibreOffice-Paket ist vorinstalliert, Firewall-Konfiguration. Schon wieder, das kann man vielleicht kritisieren, dass hier viele Einstellungen irgendwie doppelt vorhanden sind. Ihr erinnert euch an dieses App-Select vorhin. Mit der Zeit kriegt man dann raus, was man wo einstellen muss, denke ich mir so. WLAN-Treiber, Grafikprogramme, wobei der GIMP jetzt leider nicht dabei ist. Internet, FTP-Software, Mail-Software, Chat-Software, zwei, drei Spiele sind vorinstalliert, inklusive DOS, Emulator, Task-Manager, Synaptik-Paketverwaltung, die haben wir uns vorher schon angeschaut, alternativer Dateimanager, den ich empfehlen kann, Space-FM, Paketinstaller. Mit dem kann man dann vermutlich Deb-Pakete installieren, PC-Informationen, Unterhaltungsmedien und Zubehör. Also ich denke, man braucht da nicht viel nachinstallieren. Es ist für jede Aufgabe mehr oder weniger was vorhanden. Soundkartenwähler, YouTube, Abspielsoftware und so weiter und so fort. Macht auf mich einen interessanten Eindruck. Wie gesagt, weil es einfach gehalten ist, weil es systemnah ist, wenn man so will. Und dementsprechend ist es halt auch rasend schnell.
Und das ist schon insgesamt ziemlich nice gemacht, macht einen recht stabilen Eindruck. Und wenn euch das interessiert, guckt euch das mal an. Hier kann man das Ganze runterladen, wie gesagt, in verschiedenen Varianten. Es gibt da eine Anti-X19-Version, eine 19.1-Version und dann gibt es eben eine Core-Version, eine Vollversion und eine minimale Net-Installationsversion. Und das war's dann auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.